Dr. Richard Forsyth, Sprachwissenschaftler an der Universität Warwick. Dr. Pernilla Danielson, Kommunikationstechnikerin an der Universität Birmingham. Und Dr. Markus Dahl, Sprachforscher an der Universität London. Sie werden ein speziell entwickeltes System miteinander verbundener Hochgeschwindigkeitscomputerprogramme einsetzen. Eines dieser Programme heißt Concordance und ist die neueste Version einer uralten Technik zur Entschlüsselung von Codes. Denn Agatha Christies Schreibfluss ist so genau definiert und präzise, dass der Leser damit in eine Art Trance gezogen wird. Das bedeutet, dass ihre Bücher stilistisch sehr ähnlich sind. Sie haben die gleiche Buchstabenanzahl in einem Wort und Sätze, die im Durchschnitt natürlich gleich viele Wörter beinhalten. Die Leute konnten sie buchstäblich nicht aus der Hand legen. Sie waren nicht blutrünstig oder sexy, sondern ein Rätsel für den Kopf. So wie Sudoku. Wie? Und doch liegt man immer falsch. Agatha Christie ist eine formelhafte Autorin. Obwohl alle ihre Geschichten anders sind, bleibt das Muster immer gleich. Und als Menschen gefällt uns das Gleichbleibende und Vertraute auch.